und ein kleiner Fehler. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Geehrter Herr Tomka und die ganze FDP-Fraktion, Sie fordern in Ihrem Antrag fiskalpolitische Eigenverantwortung der Euro-Mitgliedstaaten. Nun, Haushaltspolitik in nationaler Hand ist natürlich eine sehr gute Forderung. Den Macronschen Gemeinschaftshaushalt der Vereinigten Staaten von EU-Europa lehnen auch wir kategorisch ab. Nicht nur, weil schon die Idee einer Vergemeinschaftung der Haushalte verfassungswidrig ist gemäß Artikel 110 Grundgesetz und auch gemäß Bundesverfassungsgericht, sondern auch, weil wir es ökonomisch hier mit Ludwig Erhard halten, der klar festgehalten hatte, Vorstellungen, dass einzelne Politikbereiche der nationalen Souveränität entzogen und supranationaler Verwaltung übergeben werden sollen, hält einer wirtschaftstheoretischen Durchleuchtung nicht stand. Ludwig Erhard. Die AfD-Fraktion hat bereits mit ihrem ersten Sachantrag im November jede Bestrebung in Richtung EU-Kollektivhaushalt abgelehnt. Lassen Sie uns also gern diesen wichtigen Konsens in der Ausschussarbeit mal zusammenbringen. Fans der totalen EU in Form des EU-Suprastaats gibt es ja leider in diesem Haus genügend. Wenn man etwa die Reden von SPD-Chef Schulz auf dem Parteitag verfolgt hat, er fordert ernsthaft die Vereinigten Staaten von EU-Europa, damit die Degradierung Deutschlands zur unsouveränen Verwaltungseinheit, und zwar unbedingt bis spätestens 2025. Herr Spahn hat Herr Schulz zu Recht Raumtänzerei vorgeworfen und religiöse Erlösungshoffnung der SPD durch die EU. Dem muss ich hier nichts hinzufügen. Es muss aber auch gesagt werden, nationale Steuerhoheit ist wichtig, aber derzeit rein quantitativ nur noch zweitrangig. Solange EZB und die Bundesbank über die Tage 2 Dauerbailouts an allen Parlamenten vorbei Wirtschaftspolitik in der Verkleidung von Geldpolitik machen, mit einem Mitteleinsatz von mehr als 1 Billion Euro im Jahr, solange ist eine gestärkte nationale Fiskalpolitik nicht die Hauptstellschraube, an der wir hier ansetzen müssen. Und leider schimmert auch im FDP-Antrag trotz einiger guter Passagen mehrfach die übliche keynesianische Plandenke durch. Zitat: Stabilität und Wachstum. Wir wollen die optimale Nutzung des EU-Haushalts zur Stärkung der Konvergenz, zur Schaffung neuer Wachstumsimpulse sowie des ESM zur Bewältigung von Krisen. Ja gut, dieses Wunschdenken war schon 1997 genauso ausgeprägt in der Politik. Schon der erste Euro-Stabilitäts- und Wachstumspakt hieß genau gleich, ist seit 2005 permanent gebrochen worden, hundertfach, obwohl er formal immer noch in Kraft ist. Und doch wird die Fiktion einer dauerhaften Stabilisierbarkeit durch Kontrollen und Sanktionen hier im Bundestag aufrechterhalten. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Tomka? Ich würde eine Intervention bevorzugen. Auch die FDP muss sich manche Fakten anhören. Gut, alles klar. Ja. Ist Ihr gutes Recht. Nicht von meiner Zeit ab. Ja? Ich habe Danke. Die Redepause selbstverständlich Danke. Eingehalten. Da ist Verlass auf mich. Danke. Adorno sagte mal, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Es gibt keine sinnvolle Euro-Rettungspolitik in einem von Anfang an fehlkonstruierten Währungssystem. Oder wenn Ihnen der zu links ist, dann nehmen Sie Einstein. Die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche wieder zu versuchen und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Auch reine Wachstumsgläubigkeit übrigens kann im falschen System nicht funktionieren. Wir leben in Zeiten komplett dysfunktionaler Geld- und Anleihenmärkte. Noch mehr Euro-Rettung durch noch mehr Kreditluftgeld der EZB erzeugt nur riesige Kapitalfehlallokation und eine Wachstumsillusion, aber kein reales Wachstum. Dann zum Antrag wieder. Europäischer Finanzminister, hier wundern wir uns über Ihren Antrag. Darin steht, es bleibt abzuwarten, ob ein solcher Posten für Stabilität und Wachstum nötig sein wird. Nein, hier gibt es nichts abzuwarten. Eine EU-Finanzminister wäre glatt illegal. Die EU ist kein Staat und darf nach Ansicht des Verfassungsgerichts auch keiner werden ohne vorherige Volksabstimmung. Zudem muss über Einnahmen und Ausgaben weiterhin im Bundestag entschieden werden. Hier, das ist unveräußerlicher Teil der Souveränität. Die Degradierung Deutschlands nochmal zur Unterverwaltungseinheit eines souveränen Staates EU-Europa wäre nur gegen eine Mehrheit des deutschen Volkes durchsetzbar. All diese suprastaatlichen Ideen der totalen EU und des totalen Euro sind rechtswidrige und antidemokratische Zumutungen. Niemals sollte aus diesem Haus auch nur der Vorschlag kommen in dieser Richtung.
FDP-Antrag. Die gemeinschaftliche Finanzierung von Schulden der Mitgliedstaaten durch Eurobonds ist abzulehnen. Ja, die Botschaft hören wir wohl. Absolut richtig. Die Realität sieht aber anders aus. Wir haben diese Eurobonds längst. Mir fehlt die Zeit, jetzt das zu erklären. Aber über EFSF-Garantien, ESM-Kredite, Target-2-Salden ist das faktisch längst realisiert. Monetäre Staatsfinanzierung. Ja, dann nochmal Zitat, keine Bailouts von Banken und Staaten, völlig richtig, stimmen wir zu. Das ist die Rede von uns Eurokritikern seit über 10 Jahren. Leider sieht auch hier die Praxis völlig anders aus. Und die FDP selbst hat 2010 in Regierungsverantwortung den Startschuss für diese dauerhafte Verletzung der No-Bailout-Regel geliefert. Wenn die FDP nun heute bereit wäre, die Euro-Rettung zu beenden und den Euro wieder marktwirtschaftlichen Kräften zu überlassen, dann wäre viel erreicht. Aber davon haben wir leider heute nichts gehört. Wir hörten nur Stabilitätsrhetorik, nur Rhetorik. Und das ist immer das Gleiche. Herr Lindner, auch wenn Sie bei Ihrem eigenen Antrag abwesend sind, lehnen Sie endlich die Fortführung der Euro-Rettungsschirme ab. Sie haben damals persönlich 2011 die knappe Mehrheit der FDP für die Euro-Rettung organisiert. Sie hätten diesem Land 2 Billionen Euro sparen können. Sie hätten Geschichte schreiben können für dieses Land, wenn Sie es nicht gemacht hätten. Würden Sie sich bitte an die Redezeit halten? Sorry, ja. Ein Satz noch. Nur die AfD will es nicht bei Rhetorik belassen. Insofern freuen wir uns auf die Euro, auf die Ausschussarbeit. Wir befürworten die Überweisung dieses Antrags in den Ausschuss. Ja, und können aber in Gänze nicht zustimmen. Vielen Dank. Dankeschön. Nee, da brauchen Sie nicht hier bleiben können. Gut, Herr Tonka, bitte. Sie können dann vom Platz aus antworten.